Ja, ich darf aber nicht zu leise reden, das bekommen wir schon. Ja, wir dürfen halt nicht in unseren Bart reinnuscheln. Bei dir wird es schwierig, es ist aber ein sehr schöner Bart. Ja, danke. Man auch jetzt. So sollte besser sein. Vielleicht filmt es auch einfach, nimmt es auch einfach meine Stimme anders auf. Keine Ahnung. Ist auch das Bauch. Alles auch hin, vielleicht ist es dann einfacher. Du meinst, das ist eventuell auf Babyfon kalibriert und deswegen besser zu hören dann? Ja. Oh, das kann ich verstehen. Kundin, deine Interpretation bitte? Ich weiß nicht, ob ich so eine Stimme habe. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen Helium? Okay, also, Full Map würde ich sagen. Wie viele Runden machen wir? Wie lange? Das letzte Mal haben wir 10 Runden gehabt. Ja, und wenn wir danach nochmal 10 wollen, können wir nochmal 10. Wenn wir danach zum Beispiel auch wieder 5 machen und sagen, jetzt nicht so eine lange Runde. Oder wenn wir sagen, ja, 2 ging ja jetzt super schnell. Ja, ja, dann let's go. Ja, kein Time Limit. Schön. Wonderful. Ne? Yeah. Oh. Steinkrallengebirge. Steinkrallengebirge? Nee, heißt Steinkrallen, das neben Terrence Mill. Das hier ist das Elfending. Okay. Das ist Klassikzeit sogar noch. Krass, ich hätte gedacht, dass es das Taurenstartgebiet oder so ist. Aber. Nee. Das ist zu viel Hügel für das Taurenstartgebiet. Nee, das ist. Oh, da fehlt mir der See. Könnte ein bisschen laufen oder gehen. Rechts müsste ein See sein. Warte, rechts? Ich gehe nochmal zurück. Also, rechts ja, müsste ein See sein. Das neben Terrence Mill. Ja, da ist der See. Da ist der See. Oh, ja, Mann, das ist doch das ganze Startgebiet. Nein, das ist kein Startgebiet. Das ist Eastern Kingdoms. Der See baitet frech. Das ist Eastern Kingdoms. Und dann ist es. Nee, wir sind oben. Wir sind Tierisfies Hillspread und wir sind im Hinterland. Ja. Und dann sind da. Da bei dem Tempel. Bei dem da. Ja. Das ist der? Ja. Das Lord ist das Haus. Okay, Moment, dann sitzt. Einmal Return to Start. So, wir gucken hier südwestlich auf den Tempel, ne? Ja. Nie ohne Seife waschen. Also. Ja, müsste da der Berg sein, ne? Ja. Wir stehen direkt neben einem Bäumchen. Da sehen wir auch das andere Haus noch durch den. Das ist das da. Das ist ziemlich das hier, ne? Genau, da leuchtet was. Entschuldigung. Also so. Ja, wir könnten hier so stehen, ne? Ja, wir könnten ziemlich genauso in dem. Ja, ne? In der Verlängerung davon. Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Sollen wir? Ja. Direkt einloggen? Oh, diese Maus macht mich. Oh! 35 na. Meter. Das ist aber gut. Das ist 4949. Ja. Ja. Hast du gecarried, würde ich sagen. Ja. Das ist. Stand echt? Ja. Da könnte der Tempel sein. Das könnte die Indie sein. Ich wüsste nichts anderes, was. Schiffe sind. Wobei, nee, Schiffe klingt nicht mehr nah. Das ist nicht Klassik. Oder. Oh, wie sieht denn das Ödland heute aus? Bei Karazhan, also unten über Blast. Swamp of Sorrows. Das hier? Ja. Das wäre mein erster Guest gewesen mit. Das könnte hier passen, ne? Ja. Ja, okay. Das sieht das. Ich, tatsächlich wüsste ich nicht, dass es heute so aussieht. Aber da ist das Schiff auch. Da, ja, ist auch, da passt auch mit dem Schiff zusammen. Ja. Tatsächlich. Schön, dass ich die Gebiete. Ich meine aber den Namen immer durcheinander hau. Okay, nach wohin ist das denn offen? Nach da? Nach rechts. Oder nach da? Nach da, ne? Nach rechts ist es offen. Wir sind ja aber sowieso einen Schritt gelaufen, ne? Genau, ich will nur einmal zur Orientierung gucken. Ja, da ist offen, okay. Ach, das ist unser Startgebiet. Hier haben wir gestartet. Ja, okay. Okay. Das heißt, wenn wir nach so Westen, Nordwesten gucken. Wir haben keine Wege im Bild. Das heißt, wir müssen. Ja, wir sind auf jeden Fall über den Wegen da noch. Wir sind hier, drüber. So, ne? Genau, wir sind da. Nee. Der Startbunker? Ich glaube, das ist gut. Indicated the best. Oh. Aber 18 Meter ist schon. 18 Meter ist okay. Ist schon gut. Aber dein erster Guest war fast perfekt. Ja, ja, dann ist gut. Dein erster Guest war noch ein Ticken näher dran, hätte ich gesagt. Und du hast schon wieder gecarried. Ja, finde ich gut. Oh, das kenne ich. Das ist der Hyalport. Oder? Nee, das ist entweder Nachtelfengebiet oder das ist der obere Teil vom Steinkrallengebirge. Wo quasi die Wüste aufhört und oben ist nochmal so ein Nachtelfenstützpunkt. Ich hätte legit jetzt in dem Moment gerade gedacht, das ist der Port zum Hyal, wenn du Feuerlande gehen möchtest. Weil die Baumfarbe genau gleich ist. War der so pink? War das. Das war auch so nachtelfig und sowas. Das wird wahrscheinlich stimmen, was Kumban sagt. Ich hätte jetzt nur von der Farbe her gesagt, das wäre irgendwo dieser Hyal-Spawnpunkt für Feuerlande.
Ist es Steinkleingebirge? Wahrscheinlich bin ich wieder vom Namen her falsch. Oder? Also hier findet man halt auch nichts. Ne? Das ist ganz schön viele Baum, würde ich sagen. Hm, der eine Baum sieht aus wie der andere Baum. Finde ich gut. Boah. Wir können da leider nicht weitergehen. Das... Hallo. Hallo. Also wir sind auf jeden Fall Kalimdor. Genau. Wir sind entweder... Don't tell mom. Und da dann, im Steinkrallengebirge. Also mein erster Guess war das Gebiet hier. Das ist nämlich... Aber da wüsste das, ich... Das, nee, das würde man ist sehen von nicht. Oben, oder? Nee, wir brauchen ja irgendwo etwas, wo es runtergeht, wo Ende ist und wo ein Wasserfall ist, oder? Theoretisch. Wenn also Mob kann es eigentlich nicht sein, oder? Nee, MOP ist es auf gar keinen Fall. Die Grafik ist halt wirklich zu alt. Es sieht nach Klassik aus. Mein erster Guess war ja auch Klassik. Vielleicht ist es wirklich einfach nicht pink dargestellt und das der erste Guess von ihm stimmt. Oh, den kennen wir noch nicht. Ja. Aber auch wild. Der sagt mir aber auch nichts. Der sieht aber nach alt aus. Ja, wir sind in Klasse. Ich bin mir relativ sicher, wir sind in Klasse. High Poly alt. Ist das... Wo ist denn das Nachtelfenstadtgebiet? Das Teldrassil. Nachtelfengebiet ist... Ja, heißt das Teldrassil, ist auf jeden Fall. Da waren wir vorhin ja mal ganz kurz. Ich glaube nicht, dass es auf der Map lila ist. Weil du siehst ja auch oben Blätter, sind auch relativ viele nach oben in grün. Ja. Du hast zwar hier unten die lila Bäume, aber nach oben hast du grüne Bäume. Das stimmt. Aber es ist definitiv ein Nachtelfengebiet. Es ist definitiv ein Nachtelfengebiet. Mit den Laternen? Genau, das heißt Ashara. Entweder Nachtelfengebiet selbst. Wir haben ein Gebäude, oder? Warte mal, da links waren Nachtelfen. Wir haben auch noch das Gebiet, wo früher gar nichts war. Aber da wären... Ist auch Kalimdor, meinst ja, du? Mhm. Ja. Relativ weit oben, da war früher gefühlt gar nichts drin. Das habe ich ganz vergessen. Hat er sich das auch nach Kataklysm geändert? Weiß ich gar nicht, ob sich das geändert hat. Weiß nicht, ob wir das Gleiche meinen. Ich meine... Nee, Desolace oder? Nee. Ich meine ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. Moonglade meine ich. Aber das ist auch noch Nachtelfengebiet, aber ich bin deswegen nur drauf gekommen, weil hier diese Patrouille steht, meiner Meinung nach. Wenn wir dem Weg jetzt folgen würden, nach unten, müssten wir da ankommen. Aber ich weiß halt nicht, aber da waren keine. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, dass in dem Gebiet Gegner waren. Aber gut, ist jetzt auch wieder... Aber hier ist einfach nichts. Da vorne ist was. Startige Start aus. Doch fast da, wo du... Wir haben was. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben Gebäude gefunden. Moment. Sogar mit Urtum, das ist doch... Hey, jetzt mal, no joke, ist das nicht der Ort, wo du wirklich spawnst? Spawnst du nicht da vorne links an dem Briefkasten? Also wenn du den Weg weitergehst, ist da nicht ein Briefkasten, ja. Das ist das Startgebiet, wo wir jetzt sind. Startgebiet der Nachtelfen. Das ist das Nachtelfen-Startgebiet. Nachtelfen-Startgebiet. Okay, kann es sein, dass wir alle keine Nachtelfen gespielt haben? Doch, mein Main war Nachtelf für ein paar Jahre. Ja, das ist der. Also ich habe nie groß Nachtelfen. Ich habe mal vielleicht irgendeinen gelernt. Ich glaube, ich habe keinen Nachtelfen über Stufe 20. Ist Nachtelfe Teldrassil Startgebiet? Das ist jetzt die große Frage, ob das so ist, ja. Ja, doch. Da oben ist der gabelte sich auch so in drei auf. Ja. Das heißt, wir müssten theoretisch auf der rechten Seite davon sein, oder? Was ist das mit dem Stein, mit dem Baum, der da ist? Also, genau, hier ist so ein Steingebilde. Ja, genau, da sind wir drunter. Hier ist ein Steingebilde. Ja. Die Bäume sieht man halt einzeln hier. Also, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Oder Vigo. Das sollen wir so machen? Ja, boah, das war jetzt eine krasse Geburt dann. Aber weiter im Norden. So, machen wir. Nee, wir hören jetzt auf dich, Essex. Nein. Wir haben zu spät. Ganz weit im Norden. Ach so. Nee, ganz weit im Norden war Quatsch. Nee, wir hätten weiter so danach. Krass. Die rechte Seite. Ja, ich war einen einzigen Schritt so im Norden. Ja, krass. Und ja, auf den Weg zurück. Ja, ist immer so unterschiedlich. Manchmal war es so. Also, Nachtelf war von vornherein. Aber.
Nachtelfengebiet, also Startgebiet. Ich fand es verwirrend wirklich wegen diesen pinken Bäumen, weil du das normalerweise auf der Map siehst. Das macht mich auch kirre, dass du in der Vogelperspektive eine Farbe sehen würden, wüsstest und dann ja. die Map auf einmal so. Aber die Nachtelfengebiete sind von oben, weil sind grün. Ja, ja, und halt diese Kataklysm-Sache ist halt auch so ein, okay. Ja, was hat sich durch Kata geändert? Da bin ich. Ich habe zwar Kata noch gespielt, aber. Ja, was sich halt geändert hat, weiß ich halt, aber ich weiß nicht, wo er unbedingt aussah und. Welchen Zustand die Map dann jetzt... Ich weiß nur, dass in Shadowlands sich geändert hat, dass ein Teil der sehr bewachsen war, jetzt auf einmal komplett öde ist, weil Feuer. Baum weg. Ui, blub. Oh, Grimma. Oh Gott, wo sind... Nein. Das ist was Neueres, ne? Das könnte Shadowlands sein, von den Freuden her? Nee, das ist nicht Shadowlands. Das ist, das ist, wo Rexha rumläuft, oder? Den Mob mal angucken? Wir haben Kodos. Hier ist ein Kodos. Ja, das ist hier. Das. Hä? Ist dieser kleine Taurenstützpunkt. Ist das der Kodo-Friedhof? Meinst du im Tauren-Startgebiet? Nein, nein, ich meine. Das ist, wo Rex herumläuft. Unterm Steinkrallengebirge, das Gebiet. Desolace. Ist ja. Desolace, wir sind in der Nähe. Ja, okay, da ist natürlich jetzt wieder ganz viel Katakram. Warum ist da so viel Grün drin? Das wundert mich ein bisschen. Okay, das kenne ich gerade gar nicht. Das sieht nach einem Friedhof aus, immerhin, falls du auf dem Friedhof wolltest. Ja. Das hier müsste. Das hier sind die Brücken, die wir da gesehen haben. Wenn du dich mal einfach nochmal umdrehst. Das sind die Tauren. Genau. Das ist scheinbar einfach heute relativ grün geworden. Ja, das würde auch Sinn ergeben. Dann sind wir genau an der Kante da unten drunter, wo wir noch auf Ödel anstehen, oder nicht? Ja, geh mal zum Start. Ja. Oh, wir sind Wir sind im Grün. Wir sind im Grün Anfang gespawnt. Grün. Wir haben und sind Richtung Südwest ist. Das müsste das hier sein. Genau, das ist das. Also sind wir oben fast direkt neben so einer Brücke. Wir sehen sie nur noch. Der Turm da. Müsste doch das da sein. Ah, ja, genau. Südöstlich. Südöstlich ist der da. Ja, das stimmt. Da muss man über den Weg auch drüber. Ja. Das hier ist noch so ein Baumgebilde. Es kann sein, dass können wir das noch quasi mitnehmen. Genau, das muss sein, oder? Hätte auch fast gesagt, wir stehen da drauf. Ja. Lass uns das mal genau ein Stückchen nehmen. Ja, okay. Oh, 12 Meter? Ja, sind voll Punkte. Ja. Volle Punkte sind volle Punkte. Nice. Aber dass diese 2 Meter jetzt 13 Meter sind. Das ist so krass. Ja, das, ich bin mir mit den. Ja, die 5 Meter waren krass. Ja. Oh, nice, nice, cool, nice. Alter. So Spaß. Wir sind wieder. Nein, das ist ein neueres Gebiet, ist kein. Ich dachte auch gerade erst, was auch Classic. Siehst du an den umrandeten Gebilden? Ja, und das hier im Hintergrund doch auch. Questtechnisch wurde es teilweise ja. Auch an den Bäumen. Sehr, sehr gut. Die Bäume sind neuer. Jetzt ist aber die Frage. Keine Cutter-Überarbeitung, oder? Das ist keine Cutter-Überarbeitung. Ich würde auch allgemein vom Gebiet her Richtung Shadowlands Ardenwald sagen. Das ist aber sehr blutelfig hier, ne? Es sieht ardenwaldig aus, finde ich. Aber die Laternen sind auf jeden Fall schon mal nicht Pandaria. Ja, Pandaria. Vom Gebiet her auch generell nicht. Nee. Alternativ dazu könnte ich mir noch Legion vorstellen, von der Art und Weise her. Dass es vielleicht da wirklich mit den leeren Elfen mit zu tun haben würde. Aber die leeren Elfen hatten ja keine Naturverbundenheit mehr. Nee. Legion wäre, wenn. Und das Nachtelfengebiet in Legion ist wieder. Da haben wir den nächsten Experten. Das Nachtelfengebiet in Legion ist wieder mehr Ashara-mäßig unterwegs. Ich meine, das müsste Shadowlands. Ist das Arme? Aber ist das nicht ein neues Gebiet, weil da diese komische Licht... Ja, genau. Ja. Wir sind auf jeden Fall... Wir sind irgendwo neuer unterwegs. Wir sind in irgendeiner Add-on-Welt. Also bis jetzt sind wir bei Shadowlands. Was ist denn auf der Statue drauf? Das kenne ich gar nicht. Der Vampir, das ist Shadowlands, doch? Das ist Shadowlands. Ja, das ist diese Vampir-Statuen, die überall stehen. Shadowlands, aber... Ja, dann aber dann wir muss es Ardenwald sein. Ich denke auch. Muss was ja anderes macht, ergibt keinen Sinn. Ist dann die Frage, wo? Dann ist Ardenwald... Urtüren, waren die in Ardenwald unterwegs? Ist das quasi das Inni-Gebiet? Mit der Fee drin, die sich ausblittet, lass uns spielen? Wo du durch die verschiedenen... Du meinst, wo du dann dadurch die Quest, das Heilmittel für ihn finden musst? Weil ich meine, Quest, der Quest ich erinnere mich für die Dungeon-Quest müsste da rechts in dem Teich liegen. Ich erinnere mich... In dem Teich müsste eine Cave sein. Nicht. Wenn du da vorne hingehst, müsste da rechts eine Cave sein. Kann ich leider nicht hin. Kannst du an die Statue nochmal rangehen? Oder
Das ist eine andere, ne? Ja, das ist eine andere, ja. Ja, das ist aber... Wieder mal zurück. Ja, ich muss gucken, wo ich den Weg finde. Da ah ja, da unten, da okay. Weil man nur immer in so Winkeln gehen kann. Ich glaube, du musst durch den Baum dann noch durch. Ja, jetzt vermutlich. Quasi. Jetzt umdrehen, dann müsstest du das. Ja. Das sieht aus wie diese Pest im diese Shadowfall-Dingens. Da gab es ja diese Blut, also diese Vampir, dieses Vampir. Du meinst Ravendress. Ja, ja. Du meinst, sieht das nicht aus wie diese Ravendress-Statuen? Das Problem an der ganzen Geschichte aber ist, aber warum gibt es da mehr? Sein. Ich glaube, dass das von der Questline ist. Deswegen ist es auch gehandelt und ich glaube, dass es dann nicht nur diese geben wird, eine eben, die den Ardenwald darstellt, sondern ich glaube, es wird noch eine Bastion und es wird... Kannst du alle Gebiete durchwechseln? Kannst du mal in Draenor gehen? Ja. Und dann geht man heran, ich weiß nicht mehr, wie die Gebiete heißen. Shadowmoon Valley, ne? Ja. So, weil das ist nämlich auch dieser Waldton. Ja. Und dann hast du, glaube ich, oben links diesen Weg, der in das Grüne geht. Ist da irgendwo ein See? Das da oben, noch höher, das da. Der hier? Nee, ja, könnte aber auch der sein. Guck mal, ob du, wenn du wieder zurück nach oben gehst, ob du noch so einen Weg siehst. Das passt, aber wir stehen an der Kreuzung doch da gerade, oder? Das hier, ich, ne? Ich würde sagen, wir stehen genau da gerade, oder? Das kann gut sein. Und also dass wir hier gerade hin sind, hier war dieser Questgeber theoretisch. Maybe. Also da hätte ich hätte gesagt, wir... Könnte passen. Ja, Draenor würde aber auch von der Grafik her wieder passen. Dann lass uns mal gucken, ob wir, wenn wir hier lang gehen, diese Bucht sehen oder was das ist. Geht auf jeden Fall bergab. Ja. Und jetzt auf der rechten Seite müsstest du ein Schiff sehen. Ja. Draenor habe ich... Draenor war ich gebannt. Draenor habe ich nicht... Okay, dann gehen wir mal zurück zum Start, weil wir waren nicht hier. Genau, wir sind relativ weit. Scheiße. Ja, wie sind wir denn jetzt da eingekommen? Warte mal. Wir sehen das andere Gebiet. Wir gucken guck mal in die andere Richtung. Ja. Wir sehen die Gebäude da, ja. Ja. Das heißt, wir müssen ja auch an der Küste wieder zu einem anderen Gebiet noch stehen. Oder? Boah. Das hier... Das da... Das wäre aber nördlich. Dann würden wir hier theoretisch jetzt so ungefähr theoretisch stehen. Lieber auf den Weg, dann wenn du da stehst, dann muss ja irgendwo eine kleine Straße sein, wenn du dich einmal bewegst. Ja, ja. Diese kleine Abzweigung. Die haben wir ja direkt hier vor uns. Da ist auf jeden Fall das ist der Weg. Die dann vorbeiläuft. Aber siehst du diese Abzweigung da, dieses Gebäude? Das hier, ja. Gehen wir einmal nach dahin. Ich meine ich ja. Zweimal bist du gegangen, nochmal. Ja. Dreimal musst du da hingehen, um das da hinzukommen, weißt du? Ja. Ist das ist die Frage. Das ist so ein Drehnor-Ding, oder nicht? Das ist so ein Drehnor-Ding. Da geht's da rein, ja, das ist das. Aber wir sind auf jeden Fall in dem. Wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Ja. Aber es müsste da sein. Das müsste der richtige sein. Genau. Okay, dann müssen wir nochmal gucken, Gebäude. Wie weit wir genau hier hinkommen. Weil das mit dem. Wie häufig klickst du, ist ja auch teilweise ein bisschen... Warte mal, wir sind Nordwest, das heißt, wir sind eher hier irgendwo, ne? Also der könnte so also passen. Den Kontinent. Ja, das ist halt wahrscheinlich dann, dass die ähnliche Assets genommen haben. Okay, ich logge ein, ja? Ja. Okay. Ja. 27 Meter. Ja, das ist schwer einzuschätzen. Ja, also, ja auch 27 Meter. Ja, das eben. Ja. Also da ist sehr schnell, dass man da Punkte abgezogen bekommt. Vor allem, dass du bei 27 Meter schon Punkte vergibst. Ja. Das ist ja ein Zentimeter auf der Map. Ja, und du hast irgendwie 5 Kontinente und... Ich glaube, Sapp. Aber bis jetzt waren wir gut dabei. Bis auf einmal, glaube ich, ne? Oh, nö. Schnee. Sieht immer aus wie Nordend. Das sind doch die Elementargeister von. Ja, es ist Nordend. Ja. Es ist Nordend. Wo sind wir? Wir sind hinter der Eiskrone oder wo sind wir? Sind wir in der alten. Nee, wir sind Storm Peak, hätte ich gesagt. Wir gucken nach Osten eben. Storm Peak. Hey, das sind der Eiskrone Richtung Storm Peak. Genau, wir sind, das sind diese ganzen Tempel von Odin und was weiß ich nicht, wem alles. Warte mal, nee. Nee, wir gucken ja nordöstlich hier hin. Eiskrone? Nee, das ist nicht die Eiskrone, aber deswegen dahinter meine ich ja. Ich weiß, kannst du dich mal andersrum drehen? Ja. Ah, nee, das ist nicht das, die Eiskrone. Ist das nicht Nähe Uldur? Das ist irgendwo Nähe. Uldur.
Uldum, also die Zwerge sind auf jeden Fall in der Nähe von der Instanz. Die gehören auf jeden Fall. Also die Riesen hier, die. Wir sind definitiv in Storm Peaks. Okay, dann laufen wir ein bisschen. Wir machen ein bisschen mehr Storm. Das ist. Lass dich von denen nicht. Ja, das Questgebiet kenne ich. Geh mal über das O von Storm Peaks. Jetzt höher. Ja. Genau, du läufst da gerade durch. Ja, das suche ich. Genau, du läufst da genau gerade durch. Durch das links hier? Links unten. Durch das Blaue. Das da bist du. Ja. Warte, ich mach mir mal den Marker als Orientierung. Aber. Das, oh ja, das, das Blaue. Stimmt. Ja. True. Dann würde ich nochmal an den Start zurückgehen. Ja. Du stehst auf dem Blauen drauf. Ja, wir auf jeden Fall auf dem genau. Blauen drauf. Wenn wir Norden gucken, haben wir. Ja, das Ding hier. Wir sind noch ein bisschen nördlich. Also oben links. Ja. Von in die Mitte, zweiten Seite. Hier, ne? Ja. Jetzt auch, ja, ich hätte ja. auch da. Guck, ist links von dir noch blau, wenn du in die andere Stimmt, Richtung guckst? Stimmt, ist links noch blau? Genau, hinten. Noch ein bisschen weiter nach links. Noch weiter nach links? Ja, doch, da ist auch noch ein bisschen blau. Überall ist auch noch ein bisschen blau, ja. Und oben noch sehr viel blau. Ja, ja. Ja, dann stehen wir echt weit. Ja. Vielleicht so irgendwie? Ja. Ja. Ja, okay. Oh, ach komm, das sind doch keine 56 so Meter. Ja, ich meine, da sind Riesen unterwegs. Das ist viel blau. Sorry. Den Schuh. Ja, also das ist 100%ig Arnwald. Ja. Ja, jetzt sieht man nämlich auch den großen Bauch. Ja. Okay. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen adenwaldig. Ja. Im Nordosten ist der. Nordost hochgucken. Ist der hier unten? Ich weiß gar nicht, ob das der Stammstamm ist. Nee. Das Stammstamm ist. Stammstamm. Der Mitte. Ist der auf das hier? Ich kenne diese Map-Ansicht halt nicht, ne? Also. Doch, ja. Ist so da, wo das Hauptquartier ist und alles und die Kante da, die. Ja, ja, die Schwester von Serum. Halt. Ich glaube, leicht oben rechts von dir noch. Also, nee, ja, okay. Ja, also ich habe jetzt nur den Baum markiert gerade. Das, ja, Baum. Das heißt, wir müssen jetzt nach Nordosten. Das heißt, ja, wir müssen nach links unten. Ja, genau. Genau. Okay, was haben wir denn hier? Rot ist auf dem Boden. Also, Rot ist auf dem Boden. Wir stehen, glaube ich, auf dem Weg. Stehen ja. auf dem Weg. Zwischen zwei Steine. Ah, und da ist so ein Ringelbaum. Ja, das müsste hier sowas theoretisch sein, ne? Wo wir hin? Nur, dass wir in den Süden gucken. Auf so einen Ringelbaum. Hi. Wir sind zu nah dran, oder? Ich würde auch sagen, wir sind zu nah dran. Genau, da ist hier, ne? Ja. Guck mal, dazwischen, da wo der Weg reinführt ins Rote, da sind hier zwei Felsen, meine ich. Die hier, ne? Ja. Genau, das meine ich. Stehst du auf einer Kreuzung? Ich stehe, glaube ich. Nah, einer Kreuzung, so oder? Sehr nah, ja. Okay. Also, wenn wir straight Süden gucken, müssten wir so einen Ringelbaum sehen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die Bäume drauf wären auf der Karte. Das könnte ein Baumbaum sein, sozusagen. Das hier sind die nicht, ne? Nee, das sind einfach nur so Boden. Aber du kannst ja mal in eine Richtung gehen und gucken, ob du das Blaue dann siehst am Boden. Du müsstest ja nach Norden. Also nach Norden einmal, ne? Ja. Guck mal, hier haben wir noch einen Wasserfall. Das ist. Ich bin einfach beruhigt, dass ich die NPCs mittlerweile sehe. So ist die Unsicherheit für den Arnwald wirklich weg. Hey, der Baumann, der blaue Ding. Mich hat vorhin das Ding komplett hops genommen mit drin, sag ich dir. Ich wusste nicht mehr, dass das existiert. Wir hätten nach dem Baum gucken können, wir hätten in den Himmel schauen können. Vielleicht den Baum halt gesehen oder eben nicht. Ja. Wo sind wir hier genau? Im Wasser. Wasserfällen. Ist das hier irgendwie? Also Wasser. Ja. Ich finde diese Map unfassbar verwirrend. Also Arnwald, meine ich. Aber sehr unwahrscheinlich da irgendwie. Das hier vielleicht sogar? Da rechts, guck mal, da oder rechts das hier? Die Leuchtedinge. Ja, das heißt, wir stehen wirklich an der Kreuzung, wo ich da zwischen rein. Also da, wo dein Marker war, genau. Ja. Also vielleicht. Ein bisschen hier, ja? Vielleicht diese an. Hier? Ja. Ja, weil, aber da war nämlich zwischen. Da war aber kein Weg, glaube ich, durch Steine. Ja. Dann müssten wir jetzt hier durch die Steine, meinst du? Genau, Richtung Baum gucken. Anderer Baum, ne? Genau. Der Baum. Ja. Da, also hier ist straight ein Weg. Nee, das passt doch nicht. Nee. Da
Das da? Aber das da, nee, doch. Das nicht? Ja, gut, ist jetzt wieder näher dran, ne? Aber hier haben wir ja nicht mal diesen roten Untergrund, den wir hier haben. Fehlt das nicht? Der rote Untergrund fehlt das wirklich. Mhm. Kann aber auch wieder durch Bäume bauen. Naja, das könnte wieder so ein Mund. Naja, aber haben wir eigentlich nicht. Nicht so, ne? Können wir auf der falschen Himmelsseite sein? Nee, eigentlich nicht. Im Nordosten ist der Baum. Ja. Moment, sind wir uns ganz sicher, dass das hier dieser Baum ist? Ja? Okay. Unsere erste, kann das unsere erste Kreuzung denn überhaupt sein? Die? Ich kann es mir schon gut vorstellen. Ja, aber wir sind dann ja Richtung dieses Kreuzungs. Dann müssen wir hier aber direkt einen Stein haben, wenn wir da sind, ne? Das heißt. Ja, aber so einzelne. Hier ist ja so eine größere Wand wirklich, ne? Jemand geradeaus? Welches Stück möchten Sie haben? Das rechtlichere. Mhm. Guck mal rechts auf die. Wenn wir auf der Map gucken, rechts dieser. Der hier, ne? Ja, aber das ist da. Weil da ist ja diese. Davor und davor ist ja auch noch so ein Stückchen. Ja, theoretisch, wenn wir immer weiter geradeaus gehen müssten, ja, gehen würden wir hier hin landen, oder? Genau, gehen wir bestimmt raus. Aus. Ja. Rechts gucken. Rechts. Ich geh da auch noch raus. Mal wieder um. Auf diesen Kuchen. Ja. Da ist blau. Das ist aber so ein. Das ist was anderes, aber es ist so ein. Okay. Aber ich hab's gerade gegoogelt, wir sind wohl in WoW. Oh! Sehr gerne. Da hast du krass. Ich dachte, wir sind in Final Fantasy. Also es wirkt alles beim. Das müssten wir doch aber auch sehen auf der Map eigentlich. Ist schon schwierig. Aber ist das hier? Nee. Das Problem ist, diese doofen kleinen Wasserbecken, an denen wir vorhin kurz einmal waren, können tausendfach da sein und auf der Karte nicht mal richtig verzeichnet sein, weil die dann als einen Berg dargestellt sind. Hier sind ganz viele so Wasserfälle. Oh yeah. Ja, ist es dann vielleicht ein bisschen weiter links? Licht? Ob das hier ist? Nee, Quatsch, da haben wir wieder keinen roten. Ja, aber doch, ist rötlich am Weg. Am Weg? Ja. Da ist hier, die meinst du, ja? Zum Beispiel, aber das wäre jetzt halt so eine... Aber da müssten wir über ein Wasserbecken drüber. Das sind wir, glaube ich, nicht, ne? Also, das weiß ich nicht. Wir sind mehrmals hier hin, aber wir sind niemals über Wasser drüber. Dann bin ich eigentlich voll tief im roten Gebiet und nicht am Anfang. Es geht in jede Richtung rot, wo wir uns dachten, wo wir sind. Gehen wir auf Anfang zurück. Jupp. Yep. Ist in jede Richtung rot? Ja, eigentlich ja. Wir sind ja, deswegen Gebiet, können wir ja gar nicht. Müssen wir ja voll drinne sein und nicht da. Also entweder debatet das Rot uns gerade wieder. Da unten ist halt wirklich da in dem Gebiet. Wir sind doch nach unten gegangen, da war noch so blaues Zeug, was wir gar nicht deuten konnten Richtung so Süden. So rot war es, glaube ich nicht. Da ist ja dieses Lila noch zwischen. So, also das Problem ist, ich würde sagen, es ist eher so, in diesem Bereich, weil. Ja, aber auch da ist das. Auch da ist auch so blaues Zeug. Wir sind, meine ich, doch eben nach Süden gegangen und haben so blaues Zeug gefunden. Mhm. Aber da dachten wir, dass wir das da hätten. Ne? Passt, ist das da, was da unten hier so im Nebel liegt? Sind das diese gekringelten Bäume vielleicht? Das sieht auch, weil bei diesem runden Ding, wo wir gerade waren, waren die Felsen auch so. Ja, das stimmt. Aber ist das nicht Wasser? Ja. Das ist wirklich schön. Das ist echt. Mein Gott! Also mit dem Marker alleine kriegen wir schon eine 3000. Ich würde den einfach jetzt. Sollen wir? Ich würde ihn noch ein bisschen mehr ins Rote gessen, weil meiner Meinung nach stehen wir im Roten drin. Hier, die da, ne? Ja. Wir waren jetzt in dem anderen Rotgebiet. So, irgendwie. Ja, wir machen das jetzt einfach. Ja, ich würde auch sagen, wir. Ja, okay. Wir waren wirklich ganz krass. Ja. Aber wie haben wir dann das hier nicht gesehen? War das das? Es kann halt sein, wenn das Wasser ist, dass das wirklich bei uns anders aussieht im Game. Sieht so extrem gut aus. Ja. Krass. Das Ding, das nächste Sturmwind, kein Problem. 3, 2, Risiko. 2, da kommt eine 1, jetzt kommt eine 0. Da kam keine 0. Das ist Klassik, oder? Das sieht hässlich aus. Das. Aber wo? Das ist kein Klassik. Das sieht halt das halt könnte Nord so aus. Es ist Schnee, es ist Nordend. Ist das nicht Draenor? Ja, das ist die Warlords-Steindinger. Bitte? Das sind hier die Draenor-Dinger mit. Wie heißt er denn? Wie hieß er denn damals? Nein, der Böse. Naroth.
Garrosch. Hier kann ich kaum laufen. Ist das nicht das Bergwort, was man einnehmen musste für die Inner Story? Wie heißt es? Frost? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß nur, dass ich Quest irgendwann nachgequestet habe. Aber ich meine, es ist so eine Bergfeste, die dann so ein bisschen Namen macht. Ist es Deutsch oder Englisch? Englisch. Englisch, ja. Ich kann hier kaum laufen. Ja, also ist auf jeden Fall, ich glaube, Draenors. Hier Frostfire irgendwas. Hast du da irgendwas? Frostfire Ridge ist das Gebiet. Das ist das Gebiet. Da bin ich draußen, da bin ich echt drauf. Klippe ist Richtung Norden, also wir müssen irgendwo hier. Da ist ein Grafikpark. Nach Westen. Nach Westen laufen? Nach Westen laufen, ja. Da muss da irgendwann der Lava oder ein Abgrund kommen. Ja, nee. Yes, ja, aber guck mal, wir sind ganz am Wasser, das ist ja schon mal gut. Stimmt, im da Westen ist direkt Wasser. Ja. Im Westen ist direkt Wasser. Also Westküste. Ah, hier ist wieder Ende. Nie ohne Seife. Linke Westküste. Ja, aber es kann also natürlich auch da so eine Einbuchtung sein. Das aber ist da nicht mal, das Gebäude? Das hier, ist das vielleicht dieser Turm? Ja, von der Ding her möglich. Ich weiß auch nicht, wie der von das oben Ding ist ein Steinkreis und da ist Lava. Ich sagen, ist das nicht das hier? Aber das ist Lava mit einem Steinkreis in der Mitte. Ja, aber wir können ja mal zwei Steinkreise vor uns gehen. Wir wissen ja nicht, ob da in der Mitte... Ach, du siehst... Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das kommt aber hin. Wo kommen wir da jetzt genau her? Machen wir Map groß. Gehen wir nach unten ein Stück. Nur ein Stück. Und dann werden nach links. Ich will zum Wasser. Dem Wasser hier? Ja, ja, genau. Ja. Gehen wir das da runter. Das da ist ein Steinkreis mit Lava in der Mitte. Ja, da ist das kleine Ding. Genau, das dieses Türmchen, ja. Jetzt mal kurz hier und geht zurück, ne? Einmal gucken. Wir sind direkt an dem Steinkreis. Das ist der Steinkreis, den ich mache. Ist da noch so ein Türmchen? Das heißt aber, wir müssten irgendwie hier sein. Näher dran auf jeden Fall. Also wenn wir näher dran. Und im Südosten, ist das der Turm dann da? Das hier, der Turm? Ja, ja, das denke ich ja, dass das... Nee, das hier müsste das hier sein. Und da rechts dieser... Das ist das? Genau, weil gerade der Ring oben war nämlich falsch rum, da war Lava außen. Ja, aber wir gucken ja Südosten auf den Turm. Genau, wir gucken nach Südosten. Genau, wir stehen irgendwo hier. Aber wir stehen genau an dem Ding da dran. Also hier dran? Das hier ist genau das große Ding da. Wir müssten dann doch aber dort stehen, oder? Also entweder da oder da daneben. Ich weiß jetzt gerade die Perspektive nicht, aber nicht dahinter, weil sonst würden wir drauf gucken, wenn wir im den Turm stehen. Guck mal genau nach Osten, bitte. Ja. So, genau im Osten ist hier der Steinkreis. Dein Marker also muss weiter dort stehen. Genau, der Marker muss weiter südlich. Ja, aber an untere Ecke des runden Dings da noch näher. Aber die Kante ist diese Spitze. Ja. Hier so? Steinspitze, also ein bisschen. Oder zu dem. Ja, wir stehen wahrscheinlich an dem Stein dran. Ja. Ja, genau da. So, ne? Ja. Meint ihr echt? Ja, wir stehen, glaube ich, stehen da direkt dran. Da. Ja. Hast du ein gutes Gefühl, da zu klicken? Stein in deinem Gesicht. Das würdest du das sehen? Ja, okay. Ihr meint, dass das hier der Turm ist? Ja, gut. Genau. Okay. Und da ist auch noch eine Steinformation. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja. Okay. Drei. Nee, stimmt mal. Was? Absolut nicht. Es ist doch das Lava das außen da und das Lava innen. Ja, aber ich hätte gedacht, das Lava außen, es war Stein außen, Lava innen. Und aber nicht Lava außen. Wir konnten ja nicht reingucken. Das heißt, das ist Stein außen, Lava Ring und dann nochmal noch Stein in der. Ja. Okay. Ey, wir waren ich finde, das ist knapp. Das war deine Schuld. Sind das? Ja, das war meine Schuld. Toll, dann. Ein Wortend gewesen. So meinte Fels. Klassik. Klassik auf jeden hier Fall. Hier Felsgrad, hier Teufelswald. Teufelswald, einfach. Genau. So, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Da hat man Stunden verbracht. War das hier? Ist das nicht Hallendor? Wie hieß das denn? Ist das nicht Ferrat? Fellwood. Fellwood. Ja, stimmt. Das ist Fellwood und du bist da jahrelang hoch und runter gelaufen, um Tränke für Molten vorzufahren. Wo sind wir da ungefähr? Relativ weit oben. Relativ. Ich weiß nicht, lauf mal nach oben, bis du zu der Firbolke kommst. Also Weg hoch. Bergauf gehen. Hier irgendwann kommt dann diese Furball-Köhle. Furball. Ja. Gehen jetzt da gleich in diese Höhle rein. Geht's wieder runter. Aber da ist nichts. Wir gehen das nach rechts und das da ist dann der Höhleneingang oder so. Ich sehe es halt auch nicht. Da stehen die Furball schon, oder? Oder das Nalli-Gebiet. Das ist ja, also ach, jetzt haben wir wieder irgendeine Cutter-Veränderung drin. Ja. Das, aber das Gebiet an sich ist ja das Gebiet. Die haben auch nicht das richtige Set an. Das war damals schwarz-rot.
Der ist auf der Map drauf, das muss ja ein Gebiet sein. Das muss ja ein einnehmbares Gebiet das sein, das ja. da wahrscheinlich. Also, ja. Und die Höhle müsste nördlich davon sein. Sieht aus wie, ja, das könnte gut sein. Ist hier Wasser? Ja, gut. Fell. Wasser. Fell. Ja. Mountain Dew. Ich guck mal nach Norden, ob da die Höhle ist. Auf der Map. Also auf der Map. Da muss ja höher, da muss eine Höhle kommen. Hier meinst du die? Ist das wahrscheinlich die Höhle? Ist das, ja, das ist der Eingang. Und dann müsst ihr, wenn du jetzt wieder ein paar Schritte zurückgehst, musst du zu dieser Höhle kommen. Ja, ich würde jetzt einfach an den Start zurückgehen und dann einmal gucken. Das ist ja kurz vor der Höhle, oder nicht? Stimmt, wir müssen kurz vor. Ja. Genau, hier ist die Höhle. Ist die dann ist das da. Ja. Das ist ja eindeutig. Dann ist das doch. Dann waren wir aber doch gerade an der Kreuzung. Aber dann musst du ja schon einen Schritt weiter südlich sein, weil du bist ja runtergegangen, du bist ja zu dem Weg hingekommen. Ja, ja, genau. Also, aber ich meine jetzt gerade die Kreuzung quasi. Die Kreuzung ja. Ja. Okay, wir gehen nochmal zurück. Und du bist ja nicht an der Kreuzung dran. Hinter dir ist die Kreuzung, ne? Die ist hinter dir, die Kreuzung. Hä? Ist das nicht die da? Da nee, ist die das ist die Kreuzung. Okay, aber ist das und jetzt nicht guck auch mal auf der Map, ob der Weg so einen Schlenker links-rechts macht. Wenn du auf die Map guckst, da links-rechts. Das ist also wenn du nach unten gehst, du bist weiter unten, mit der Maus weiter unten. Ja, genau. Diese Dinger hier vielleicht, oder was? Oder meint ihr die hier? Genau, und da, wenn wir mit der Maus stehen, 2 Zentimeter hoch, ja. Noch 1 Zentimeter, da müsstest du stehen. Weil dann macht die Kurve diesen Schlenker links-rechts. Und dann ist dann der Kreuzung. Nordwest, dran. Ja. Jetzt ja. kannst du ja auch mal zu der Kreuzung hingehen und gucken, ob du links und rechts einen Felsen siehst. Ja, einmal drauf. Aber warte mal. Vorne sieht er doch aus wie eine Wegkreuzung, deswegen wundere ich mich ein bisschen. Einmal drauf. Und jetzt hast du. Ja, da sind wieder die zwei Dudes. Das hier könnte halt Feld sein. Ja. Also das ist auf jeden Fall schon mal Feld. Und sieht man diese beiden Holzdinger, sieht man die Totems auf der Map? Das sind ja zwei fette Totems, die da ja, stehen. Ja, könnte ja, sein, da, ne? Da die, das, beiden, die ja. beiden hellen Punkte da oben. Ach die, das, ja, ja. 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 Könnte. Also es ja. ist der Friedhof. Ja. Das heißt, wir müssten da stehen, oder? Ich bin wieder 500 Meter falsch, aber das ist mein Call. Wir stehen fast an diesen braunen Wibbele, rechts am dunkelgraue Wibbele, was in den Wald reingeht, sag ich jetzt mal. Hier. Ja, man genau. sagt, muss ich googeln, ob es Wibbele wirklich gibt als Wort, gell? Ja, der ist ein bisschen drüber. Ja, genau, drüber. Also stehen wir ein bisschen weiter davor. Ja, weiter nördlich. Ja, 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 hier ja, so, ja. Das sieht sehr gut aus. Ja, ja, ja. Ja, komm. Okay, locken wir ein, ja? Das ist ein Gebiet. Das ist ein ganz Gebiet. Okay, wir nehmen das jetzt, ja. ne? Ja. Fünf Meter! Siehst du halt nicht mal mehr auf der Map. Ja. Also, nice. Nice. So, letzte Runde erstmal. Ja. Wow. Was? Das ist total, ne? Oh boy, nein. Das ist Raven's Breath, oder? Das ist ja, 100% das ist Raven's Breath. Das ist Raven's Breath. Das kenne ich nicht. Das ist Shadowlands. Mein alter Arm. Ah, okay. Dein alter. Und dann Ravendress. Ravendress, jetzt ist nur die Frage, und zwar, wo muss südlich sein, weil die Spinnen gab es eher unten. Ja. Okay. Ja, genau, in diesem Verfall. Wir sind hier in diesem die irgendwo, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob das auf der Map da so Spinnnetze sein soll, also das weiße links so. Also das typische. Nee, dann das ist das andere. Das ist das Wüstengebiet, da kamst du rein. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir sind hier in diesem Biom, weil es ist halt lila. Ja, mach nochmal auf, weil die Brücke ist auch. Genau nach Süden sind. Ist so eine große ist eine Brücke. Dann der, ja, doch, ist aber gut. Die ist ja parallel. Das heißt, jetzt hoch. Ein Stück rechts. Ja, stopp. Und jetzt Maus runter. Die da? Nee, die hier. Die, oder? Ich meine sogar noch weiter. Ja, entweder die oder die da unten am Wasser fast. Jetzt runter mit der Maus. Die da. Das da zum Beispiel. Die da. Aber da ist zu wenig, da ist kein Weg mehr, oder? Nee. Wir haben hier ist ja auf jeden Fall noch Weg. Wir sind ja irgendwie, ich glaube eher das sind, Weg. Wir sind in der Nähe von dem ganzen Gebiet. Ja, das ist das Ding weiter oben, die Brücke weiter oben. Also oben links, nee. Ja, mach du. Genau. Eiskalt in der Maus. Ja. Guck mal hier. Wäre das eine Option? Ja, aber dann sind wir ja nicht im. Sie sehen südlich die. Ja. Die ist aber, glaube ich, zu nah dran. Und guck mal, dann sehen wir auch die Brücke nach Norden, Osten, Süden, Westen, nach Westen. Die da, die andere, ja, diesen langen Weg. Hier ist nämlich sehr, sehr steinig, weil wir sind ja auch an so einer Klippe entlaufen. Mhm. Wir haben keine Brücken. Könnte oder sein. Ist das dann so? Nee, ist keine Brücke. Ist denn der eine Weg an unserer Kreuzung dead Süden? Meinst du jetzt, wenn wir hier einfach weiterlaufen? Also gehen wir zurück zum Start. Wir sind im Start. Achso, sorry, dann gehen wir zu kurz zur Kreuzung hier. Also, nach dead Süden.
der Weg. Ja, der ist relativ erzüglich, oder? Das ja. würde zumindest für die Kreuzung. Lauf weiter. Wir wissen, wo du hin kannst. Wir haben hier auf jeden Fall laufen unter einer Brücke. Stück, weil da, guck mal, da ist kein Wasser hin, das ist schon mal gut. Ja. Und da ganz hinten kommt dann nochmal eine Brücke. Auf jeden Fall ein großes Schloss. Guck mal, ob unter der Brücke so ein Schloss ist. Zwei Schlösser eigentlich fast. Zwei ja, hinten ist auf jeden Fall noch mehr, da ist noch mehr Stein. Wir sind überall gleich aus. Ja, aber wir sind durch unter einer Brücke durch und danach kommt noch eine Brücke im Süden. Genau, das meine ich. Ja. Also ich kann es nicht zuordnen. Wir müssten ziemlich genau, ja, ich bin auch der Meinung, wir müssten da stehen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Wir müssen ziemlich genau... Dann muss es ja theoretisch von dem Weg, von der Weggabelung aus einfach ein paar Meter in Norden sein. Gucken nach Süden. Ja. Ich will auf dem Weg hier stehen, oder nicht? Vielleicht sogar zu weit. Ich würde auch sagen, das ist schon zu weit. Obwohl, nee, immer wenn wir gegangen sind, waren es Riesenschritte. Ich glaube, das ist okay. Sind wir nicht links auf der Kreuzung? Oder irre ich mich? Wenn wir jetzt nach Süden gehen würden, Südosten gehen würden, würden wir theoretisch die Kreuzung erreichen. Also müsstest du das so richtig sagen, oder? Ja. Ost, das Ding. Wenn du südlich oder westlich gehst, dann geht's weiter, ne? Wir gucken ja auf diese Abzweigung hier, oder wir nicht? Wir gucken auf die da. Wir schauen auf die südliche, oder? Das ist das, was hier vor uns rechts ist. Ja. Ah ja, genau, wir schauen auf die. Ja. Und da ist dann auch die Brücke. Also das müsste schon stimmen. Und wir stehen aber ein Stückchen weg vom Ding. Das ist Südwest, ja. Ja. Aber Richtung, sind wir Richtung des Gebäudes? Weg her? Also da genau, wo wir jetzt, wenn du hier nach rechts drehen würdest. Genau, das, was wir hier haben, das ist direkt das Gebäude. Das bedeutet, wir müssten theoretisch eigentlich wirklich fast an dem Weg davon wirklich stehen. Im Gebiet sind. In dem Grün, aber wir stehen ja auf dem Weg. Ja, ja. Deswegen. Ja, ja. Stimmt. Also ich würde sagen, da sind wir. Ja. Dann gessen wir mal. Ich möchte diesen Weg vom kaufen. Ich sag nur eine Kreuzung. Alter, was, scheiße. Okay. 43 ja, Meter. 43 Meter. Okay, kann man machen. War der letzte. 43 Meter ist okay. Zusammenfassung sagt. Ja, 47.000. Ja. Machen. Ja. Das müsste man mal runnen auf ein Perfect Game. Also immer wieder resetten, bis man Perfect hat. Boah, das ist schwierig. Ja. Das ist wirklich schwierig. Aber auch einfach nur wegen diesen Größenverhältnissen. Ja. Tatsächlich. Ansonsten nice. Geht's. Nice. Cool, ne? Das macht echt Spaß. Echt Spaß, ja. Ja. Jetzt in Counter-Strike. Gibt's das da? Ach, nee. Das wäre auch sehr leicht. Das wäre super. Das ist eine ganz nischige Map sein. Ja, du müsstest so, ohne bewegen. Die Danger-Zone-Map vielleicht. Das sind die Spiele ohne hier. Ohne bewegen und quasi nur in eine Richtung, also quasi nur Bilder. Das ist aber bei Dust super assi, wenn du nur so eine Steinwand siehst. Ja, also.